Was mich motiviert, ist, dass ich es einfach nicht mehr aushalten kann, zuzuschauen. Und auch die ewige Antwort, dass die anderen es ja irgendwie auch so machen und man sich immer zu entschuldigt. Da haben wir vor 7 Jahren ungefähr schon für uns entschieden, dass Entschuldigungen einfach nicht mehr gehen, dass wir dafür keine Zeit haben. Und insgesamt, glaube ich, ist eben der Zeitdruck so groß, dass wir jetzt handeln mussten. Wir konnten nicht mehr warten. Du sprichst von wir, aber du hast gesagt, das wäre deine Initiative. Ja. Kannst du das kurz mal noch erklären? Also was genau war deine Rolle und was ist dann das Wir? Das Wir sind ich und mein Freund Fabian Stuhlinger. Wir haben 2 Kinder zusammen, die natürlich, ich glaube, das ist oft der Startschuss, wo man dann einfach sagt, okay, jetzt geht's halt einfach. Also haben wir eine Verantwortung für die Zukunft und wir wollten in den Spiegel schauen können und sagen können, dass wir alles gegeben haben, damit die Welt von morgen anders aussieht und eben ins Tun gekommen sind. Und ja, wir zwei haben das Konzept geschrieben. Uns war das wichtig, festzuhalten, was es werden soll, damit man einfach die Menschen ins Boot holen kann für eine Idee und sich die Idee dann nicht in dem Miteinander und dem gemeinsamen Handeln dann irgendwie ja, verliert, so, sondern und man gleich zielstrebig irgendwie loslegen kann, was zu verwirklichen. Kannst du mir das mal ein bisschen plastischer erklären? Also ihr habt ein Konzept geschrieben, aber was hat euch da geleitet, was hat euch da bewegt und wie habt ihr das dann entwickelt? Ja, also geleitet hat uns, dass wir schon seit Jahren unseren Lebensstil oder unsere Lebensweise für Stück einfach angegangen sind und verändert haben. Und wir waren einfach an dem Punkt angekommen, dass so das alltägliche Leben eigentlich in einer Art und Weise läuft, wie es in dem heutigen System geht, dass wir sagen konnten, okay, so können wir es erstmal einfach laufen lassen. Aber unsere Arbeitswelt war einfach noch nicht, obwohl sie gemütlich und schön war, hat sie unseren Werten einfach noch nicht in einem Maße entsprochen, wie wir das von uns selbst erwartet haben. Genau, und wir sind wirklich ganz pragmatisch eigentlich dann gestartet mit der Idee, Arbeitsplätze zu schaffen. Auf der einen Seite, also ein Arbeitsplatz für uns beide, auf der einen Seite und diese Dringlichkeit, einen Raum zu geben, dass wir, die wir uns als Insel gefühlt haben, endlich einen Raum bekommen, wo wir Gemeinschaft spüren und wo genau diese Fragen, die uns täglich bewegen und wo wir schon so viele Erfahrungen gemacht haben, dass wir den schaffen und teilen können, ja. Was wichtig ist zu teilen. Nämlich all unser Wissen rund um den nachhaltigen Lebensstil. Und es war wirklich spannend, weil durch dieses Öffnen wir auch gemerkt haben, wir wussten gar nicht, wie tief wir in der Materie drin sind, weil wir sehr eben in unserer Insel gelebt haben und gemerkt haben, wow, die anderen, die zwar schon draußen sind und in der Öffentlichkeit sind, die haben auch nicht mehr Erfahrung oder mehr Background-Wissen so und genau und fühlen uns da jetzt eigentlich auch ganz gut aufgestellt. Als ihr das Konzept entwickelt hattet, was habt ihr dann danach gemacht? Wir sind auf die Straße gegangen. Also genau, wir haben haben wir angefangen, uns mit Initiativen zu treffen, weil wir da auch noch nicht vernetzt waren. Wir kamen wirklich total aus dem Off. Haben die ganzen Initiativen getroffen, haben mit denen angefangen, Gespräche zu führen, aus der ihren Erfahrungen zu lernen und eben ganz, ganz maßgeblich auch den Platzsalat West, den es als Mitgliederladen schon gibt, angesprochen und eben diesen gemeinnützigen Verein, unter dessen Dach wir dann auch schlüpfen durften, kennengelernt und sind also mit diesen Impulsen und auch der Bestätigung, dass wir die Kompetenzen haben, um weiterzumachen, sind wir auf die Straße gegangen und haben, so wie ich heute Abend gesprochen habe, einfach alle Menschen angesprochen, die uns über den Weg gelaufen sind und haben sie angesteckt.
Kannst du diese Reaktion noch mal genauer schildern? Also was habt ihr da konkret erlebt? Waren alle begeistert oder? Erstmal kam sehr viel, oft kam Skepsis erstmal, weil wir uns einen zu großen Schuh anziehen würden, weil wir einfach diesen Anspruch haben, ganzheitlich zu handeln, wo viele sagen, eben wie man das eben aus diesen anderen Beispielen, die heute Abend ja auch da waren, die sich alle auf einen Aspekt konzentrieren und versuchen, an diesem Aspekt irgendwie was zu leben, neue Ideen zu leben. Und wir einfach gesagt haben, uns reicht es nicht mehr, diesen einen Aspekt, also es reicht nicht, nicht zu fliegen und dann aber andere Dinge zu machen oder nur grüne Energie zu nutzen. Also immer nur an einer Baustelle irgendwie schon okay, wir Lösungen gefunden zu haben und dann aber keine Kraft mehr zu haben für das andere. Und dass es da einfach Beispiele geben muss, wo man erlebt, dass es möglich ist und wir es uns auch selber beweisen wollten. Wir wollten einfach ausprobieren. Wir kannten und kennen diese ganzen Ideen, die so schön klingen, aber es hat uns nicht mehr gereicht, Themen davon zu lesen, sondern wir wollten das leben, wir wollten das erfahren. Und das eben alles unter einen Hut zu packen und einfach mal mit dieser unglaublich großen Utopie zu starten und nicht erst mal im Kleinen anzufangen. Ich denke, das kommt auch aus unserem Background. Wir sind beides Gestalter, wo man einfach, um Ideen zu entwickeln, immer erst mal im Großen denkt, bevor man an die Realität denkt. Genau, und deswegen haben wir uns das zugetraut. Und diese Skepsis konnten wir dann tatsächlich auch immer wieder einfach in eine Begeisterung verwandeln. Und viele haben, also für uns war dann auch klar, ist ja auch, wir müssen ja nicht alles auf einmal erreichen, sondern wir setzen uns eine Utopie, wir setzen uns Ziele, die erreichbar sind und gehen Schritt für Schritt jetzt einfach diesen Weg und schauen uns auch den Weg an. Also ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir Fehler machen und dass wir Fehler nicht mehr als Fehler sehen, sondern dass wir Fehler wirklich einfach nur als einen Erfahrungsraum begreifen, von dem wir weiter lernen können. Und diesen Weg sind wir jetzt eingeschlagen und schauen einfach, was unser Weg sein wird. Also ich bin ganz beeindruckt, dass du Leute oder dass euch gelungen ist, Leute anzustecken mit eurer Idee oder mit dieser Utopie. Aber könntest du es mal noch so ein bisschen pragmatischer machen? Also welche Schwierigkeiten habt ihr? Wie überwindet ihr die? Wie kommuniziert ihr untereinander? Wie löst ihr Schwierigkeiten oder Probleme oder Konflikte? Also erstmal, wie kommunizieren wir miteinander? Da haben wir natürlich ein ganz, dadurch, dass wir dieses Mitgliederladenprinzip erstmal als Ausgangsposition haben, haben wir einfach mit allen Menschen, die bei uns mitmachen, einen direkten Kontakt. Alle können untereinander kommunizieren, wir können mit denen kommunizieren. Und ich glaube, auch da ist immer noch die Ladentheke tatsächlich der Ort, wo ganz viel passiert. Das war auch für mich jetzt persönlich einfach der Wunsch oder ja, der Ort, wo ich unbedingt hin wollte, eben die Leute zu begrüßen, ne? Eine Bushaltestelle irgendwie zu gestalten, wo die Leute einsteigen können an einem Ort in der Gesellschaft, der schon ein bisschen neu ist, aber doch noch so bekannt, dass alle mal sich trauen, vorbeizuschauen und diese Mischung irgendwie hinzubekommen. Und da kommen wir eben wirklich eben hauptsächlich in den direkten Kontakt mit den neuen Menschen und untereinander. Ja, haben wir einfach dadurch, dass wir auch in ein Netzwerk uns reingesetzt haben, was schon besteht, ist da wirklich über Ost, West und auch in einem in Kernen, also im äußeren Bereichen, ein großes Netzwerk von Menschen, die untereinander einfach sich austauschen können. Wie wir Schwierigkeiten begegnen, ist eben auch da haben wir das Potenzial, dass, wenn die auftauchen, wir einfach nicht alleine sitzen. Also wir haben auch
einen Beirat, mit dem wir total aktiv mitarbeiten. Wir sind zwar unter dieses konventionelle Dach von irgendwie einer UG geschlüpft. Diese UG gehört aber einem gemeinnützigen Verein zum anderen, und in unserer Satzung sind einfach ganz ungewöhnliche Faktoren, wie eben ein Beirat, der über die Geschäftsführung bestimmen kann, eingebaut, so dass wir nichts alleine entscheiden und auch von Anfang an irgendwie eben dieses Verteilen von Verantwortung, das Verteilen auch in der Finanzierung zum Beispiel, ne? Da gibt es nicht eine Person, die ganz viel Geld irgendwie gegeben hat, mit dem es möglich gewesen wäre, das Projekt zu starten, sonst ganz viele kleine Beiträge, die einfach dazu geführt haben, dass wir das machen können und uns dadurch auch die Freiheiten schaffen konnten, so zu handeln, wie wir es wollen, weil wir nicht abhängig sind von Geldern, die irgendwie an irgendwelche Voraussetzungen geknüpft sind. So. Wenn Menschen zusammen sind, gibt es ja doch auch immer mal einen Konflikt. Ja. Wie löst ihr Konflikte? Also ich bin ein ganz, ganz großer Freund der gewaltfreien Kommunikation, die einfach total schöne Werkzeuge einem an die Hand gibt, wie man sich begegnen kann, in einem sehr auf eine sehr respektvolle Art und Weise. Und ich denke, wahrscheinlich ist gerade in der ehrenamtlichen Arbeit einer der größten Konflikte ist, wer bringt sich hier wie viel ein. Ja? Und da haben wir von Anfang an, also weil ja schon die Aufbauphase einfach über Ehrenamt lief, jeder, der sich beteiligt hat, haben wir klar kommuniziert, du gibst so viel, wie du kannst. Und wir haben die Haltung, dass jeder so viel, also die wertschätzende Haltung, dass du auf jeden Fall das gibst, was du kannst. Und nicht, es gibt nicht den Raum dafür, zu sagen, sich gegenseitig Vorwürfe zu machen, dass man hätte irgendwie anders sein sollen. Alle sind richtig, so wie sie daherkommen und mit dem, was sie geben. Mich würde jetzt interessieren, dass diese Idee, die ihr jetzt für euren Stadtteil da entwickelt habt, wie du das noch weiter in Stuttgart verbreiten möchtest. Die Idee, dass das nicht nur bei euch so ist, dass ihr ins Handeln kommt und dadurch den Wandel ermöglicht, sondern auch, wie das in anderen Stadtteilen in Stuttgart funktionieren könnte oder auch in anderen deutschen Städten oder noch weiter. Mhm. Ja, also für mich ist irgendwie einfach das wirklich Wichtigste, ist, dass wir anfangen nachzumachen und uns da nicht mehr zu schämen. Dass wir nicht irgendwie die einzigartig tolle Idee hatten, die wir jetzt preisen können. So. Weil es gibt unglaublich viele gute Ideen und sie werden viel zu wenig gelebt. Das heißt, mein Credo ist wirklich, dass wir anfangen, die Sachen einfach zu wiederholen, so viel und so stark, wie wir können. Unser Konzept oder unser Weg, wir haben uns zwar angeschlossen und haben das Rad auch nicht neu erfunden und dem gemeinnützigen Verein Platzsalat e.V., aber trotzdem hatten wir sind wir eben unverpackt, was für uns ein ganz wichtiger Schritt war, einfach um diese ganze Idee auch wirklich in die Jetztzeit zu holen. Da ist so viel Hintergrundarbeit, die wir geleistet haben und so viel Wissen, was wir uns angeeignet haben. Und das haben wir einfach angefangen zu sammeln auf einer Plattform. Wir haben schon ein paar Initiativen zur Verfügung gestellt, aber ich habe eine ganze Zeit in Amsterdam gelebt und von dort kommen die Repair-Cafés. Und die Repair-Cafés haben eben auch oder sind gestartet mit der Idee, dass das die überall geben muss. Und die haben einen Werkzeugkasten entwickelt, wo einfach Schritte beschrieben sind, was muss eins nach dem anderen passieren, Dinge zur Verfügung gestellt worden sind, Ideen, wie man Marketing oder, ich mag dieses Wort nicht, aber wie man seine Ideen verbreiten kann. Genau. Und dieses Prinzip von dem Werkzeugkasten, was einfach das ganze Know-how einmal bündelt und so als so ein Paket irgendwie schon mal weitergegeben werden kann. Und das muss Open Source verfügbar sein. Und das ist unser Ziel.
Wir müssen dafür auch selber erstmal Gelder generieren und irgendwo Geld herbekommen, damit wir die Menschen bezahlen können, die diesen Kasten auf die Beine stellen, weil es gibt einfach nicht genug ehrenamtliche Zeit, die zur Verfügung steht. Die Menschen sind angewiesen darauf, dass sie ihren Lebensunterhalt einfach aus solchen Strukturen dann auch bestreiten können. Das heißt, wir haben noch einen relativ weiten Weg vor uns, bis dieser Werkzeugkasten steht. Wir sind aber auch jetzt schon bereit und sind schon dabei, einfach mit Rat und Tat auf jeden Fall zur Seite zu stehen. Zum Abschluss würde ich dich gerne noch fragen, der Wandel durch das Handeln, wie du Menschen von, die ja bereit sind, eigentlich irgendwas zu tun, aber wie kriege ich die dazu, auch tatsächlich was zu tun, also tatsächlich zu handeln? Was denkst du, was da besonders gut funktioniert oder was dir da bisher geholfen hat, auch in deiner Überzeugungsarbeit, die du ja vor Ort in deinem Stadtteil auch lebst jeden Tag? Ja, ich glaube, eine wirkliche Essenz ist Wissen. Also gerade, wir haben uns ja auf das Essentiellste, die Lebensmittel, einfach konzentriert, weil wir gesagt haben, wir wollen auf jeden Fall nur mit was handeln, was nicht überflüssig ist. Und wir sehen eigentlich, alles andere ist im Überfluss da und die Lebensmittel brauchen wir, um zu überleben. Und wenn ich mir die Lebensmittelindustrie anschaue und was da passiert und wie nicht darüber gesprochen wird und kein Mensch wirklich davon weiß. Es gibt zwar ein paar Dokus, die spät in der Nacht vielleicht mal kommen, aber das sind alles Anrisse. Da muss so viel passieren und das Essentielle ist irgendwie wirklich, dass wir uns überlegen, was wir unterstützen wollen. Wir haben ein bisschen, jeder von uns hat ein bisschen Geld und mit diesem bisschen Geld können wir immer bestimmen, was wir unterstützen wollen und können einfach sagen, können Wege weisen dadurch, ne? Ob das eine System oder eben das andere System anfängt zu wachsen. Und die Entscheidung habe ich jeden Tag. Und gerade eben beim Lebensmittelkaufen habe ich sie jeden Tag wieder, dass ich diese Entscheidung treffen kann. Also wir brauchen auf jeden Fall Wissen, weil Wissen einfach immer wieder, also die Frage ist ja so diese Klickpunkte. Und Wissen ist immer eine von diesen Ebenen, die einen Klick verursachen können, weil ich auf einmal irgendwie nicht mehr akzeptieren kann, dass eine Handlungsweise so stattfindet und durch mein Zutun stattfinden kann. Die zweite Ebene ist definitiv, Gleichgesinnte zu finden, Menschen zu finden, die einfach und sich loszulösen von dieser Grenze, die irgendwie so imaginär gezogen wird, ja, dass man einfach dadurch, dass man sich bündelt, entsteht eine Kraft und man kann eben wiederholen und man kann sich bereichern. Und das geht alleine nicht. Und es geht auch nicht über die Konferenz mit irgendwelchen Online-Plattformen. Also es ist wirklich diese Bündelung im Wir, die total essentiell ist. Also es ist das Wissen, es ist das Wir und es ist die Emotion. Das ist wirklich der Schlüssel für alles. Deswegen haben wir uns auch dafür entschieden, wirklich einen Raum zu gestalten, in den man rein muss. Ja? Weil dort können wir eine Atmosphäre schaffen. Einmal natürlich einfach gestalterisch auf der Ebene, aber vor allem eben im Umgang miteinander. Das, was bei uns an Atmosphäre ist, so eine Willkommenskultur ist ein belegtes Wort, aber so eine Offenheit, ne? Für jeden. Und es gibt bei uns auch nicht, also da darf auch jeder reinkommen und es sind alle, und es ist auch für alle was da, ja. Also man kann bei uns in den Laden kommen und man geht aber in den Verteiler, man muss bei uns um sich wohlzufühlen im Laden, nicht einkaufen kommen, sondern wir haben immer den Foodsharing-Verteiler, wo für jeden was drin ist und wo jeder gehen können soll. Wir haben eigentlich immer irgendwelches Obst und Gemüse von Menschen, die
es nicht am Baum hängen lassen können und sie einfach das auch teilen wollen, rumstehen, was man sich mitnehmen kann. Und es gibt, und so kommen wir eben auch in Kontakt, ne? Und so können wir einfach irgendwie einen Samen sehen, Ideen einfach an die Menschen rantragen und ja, sie emotional berühren. Und vor allem auch, das ist vielleicht dann der vierte Punkt, über die Wiederholung. Also weil ein einmaliges Ereignis vergesse ich, das ist was Besonderes. Aber wenn ich einfach diese Erfahrung immer wieder mache und mit der Erfahrung rausgehe, dass ich nicht gestresst nach Hause komme, nachdem ich irgendwie das essentielle Essen organisiert habe, sondern bereichert und nicht nur auf einer Konsumebene, sondern auf einer zwischenmenschlichen Ebene, dann verändert sich mein Alltag. Und da müssen wir hin. Yeah.